Ja, heute mal etwas Real Talk Video und zwar ganz wichtig, bevor das Video anfängt, ich habe extra wieder dieses Video ausgewählt, weil das Video wahrscheinlich sein wird, wo Leute nicht draufklicken werden, sondern nur wirklich die treuen Follower. Und die möchte ich haben und zwar, wenn du einen Kommentar diesmal schreibst, schreib dahinter Hashtag Vitasomal, weil wenn du aus der Umgebung, sagen wir mal, Ruhrgebiet kommst, ja, dann laden wir dich ein, ein oder zwei, drei Leute werden wir raussuchen, die werde ich dann in den nächsten ein, zwei, drei Videos bekannt geben. Dich lade ich ein zu mir nach Hause und zwar wir testen unser Mahlzeitersatzprodukt, das ist in den letzten Zügen, jetzt wollen wir noch den letzten Schliff nochmal verpassen und damit treffen sich ein paar Vitasomal-Mitarbeiter natürlich und auch ein, zwei, drei Leute von euch möchte ich dabei haben, weil ihr mich einfach, ihr habt das alles möglich gemacht auf jeden Fall. Ich danke mich so krass bei euch, dass ihr mich unterstützt mit allen Sachen, dass ihr in meinem Shop kauft und solche Sachen, dass ich überhaupt diese Videos machen kann und nicht irgendwo arbeiten gehen muss. Danke dafür, von daher an, schreibt runter, Hashtag Vitasomal, ich erwähne dich und du kommst hier vorbei und wir testen das alles zusammen, das letzte Mal, das Mahlzeitenersatzprodukt, damit es irgendwann sehr bald für alle erhältlich ist. Dann geht es in Auftrag. Jetzt aber ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe niemals Bitcoins gekauft. Ich habe durch einen sehr treuen Follower, er hat mir gesagt, er möchte mir welche zukommen lassen. So, und ich habe gedacht, okay, keine Ahnung, ich habe mich damit nie beschäftigt. Er so, ja, ich möchte dir gerne was geben. Und habe gesagt, ja, dann mach. Und dann habe ich mir so ein Konto da eingerichtet. Er hat mir dann Bitcoins und noch irgendwas mit Ethereum oder sowas überwiesen. So. Und dann fing alles an. Ich habe gedacht, ich würde nicht auf die Idee kommen, Bitcoin zu kaufen. Ich halte davon überhaupt nichts. Aber er hat mir einfach geschenkt. So, da habe ich mir eine App gekauft, weil man will ja gucken, wo die momentan stehen, wie viel das überhaupt wert ist, was man da bekommen hat. So, also muss man sich eine App laden. So. Und da ist dann immer täglich oder minütlich, glaube ich, oder sekundlich abgedatet, wie viel die momentan wert sind. So. Und da fing alles an. Es ist quasi eine Sklaverei. Jetzt überleg dir mal. Du guckst die ganze Zeit auf diese App, ich habe nicht die ganze Zeit, aber ich habe öfter mal am Tag da drauf geguckt, einfach so, um zu wissen, wo es gerade steht, wie viel das gerade wert ist. Das heißt, etwas bekommt, ja, eine Stimmung über dein Leben, was du eigentlich gar nicht beeinflussen kannst. Und es klaut dir voll viel Zeit, etwas, wo du nicht im System drin steckst eigentlich. Und das fand ich einfach wirklich sehr, sehr beängstigend und das Schlimmste ist dabei, dass wenn der Bitcoin gestiegen ist, dann war meine Laune so, ja, normal, okay, ganz nett, so, ja, cool, nicht sonderlich gefreut. Wenn er aber gefallen ist oder sonst was, dann habe ich so ein gewisses Traurigkeitsgefühl verspürt. Und das finde ich sehr, sehr tückisch. Und zwar ist es folgendes Szenario. Du musst dir vorstellen, du hast einen Würfel, ja, es sind sechs, ja, Augen hat der Würfel. So, fünf davon sind rot. Bei fünf wärst du dann dementsprechend tot, ja, wenn du rot würfelst. Wenn du aber grün würfelst, dieses eine, dann darfst du einfach nochmal würfeln. Und genau so ist es. Es wurde nie gut. Es ist nie gut oder super. Du fühlst dich nie super, sondern du fühlst dich nur normal, wenn er steigt und wenn er sinkt, fühlst du dich schlechter als zuvor. Und das habe ich gemerkt. Es nimmt immer mehr Überhand mit mir, ja. Und ich finde, selbstbestimmtes Leben ist das Allerwichtigste und wenn etwas partizipiert an deinem Leben teilhat, was du nicht beeinflussen kannst, dann musst du dich davon trennen, weil das, du musst dein Leben selbst bestimmen können und immer und zu jeder Zeit und das ist dein Recht und dafür kämpfe ich auch, ja, das habe ich in meinen letzten Videos auch über Robert Franz und so weiter gemacht, Punkt Nummer 1, ja. Man kommt einfach nicht zur Ruhe, ja, man kommt nicht mehr zur Ruhe, weil man ständig in der Zeit, wo man normalerweise relaxen kann, Selbstheilungskräfte eintreten können für deine Gesundheit und so weiter, guckst du dir diese Apps und solche Sachen an, ja? Das ist schon mal Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 2, das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, wenn du Geld verdienst, ja, beziehungsweise ich möchte das gar nicht so nennen, sondern ich möchte, das Schönste auf der Welt ist, wenn du aus deinen persönlichen Fähigkeiten davon leben kannst. Was auch immer das heißt, davon leben kannst. Jeder stellt sein Leben komplett anders, aber davon leben kannst, okay? Wenn du dir du meinst, du bist der große Checker und investierst in Bitcoins, ja? Dann ist es einfach so, dass du quasi deine Fähigkeiten aus der Hand gibst. Du sagst automatisch in diesem Moment, ich kann eigentlich gar nichts, ich muss jetzt nur noch aufs Glück hoffen und investiere alles, was ich jetzt noch irgendwie zusammen erhascht habe, mit meinen Fähigkeiten, da hinein und dass irgendwas passiert und mit ganz viel Glück ich vielleicht doch ein bisschen mehr Geld am Ende haben will, zuvor, obwohl ich darauf überhaupt keinen Einfluss habe. Versteht ihr, was ich meine? Dann gibst du quasi dein Glück und deine machenden Hände aus der Hand. Also dann gibst du dein Leben aus der Hand in dem Moment einfach, ja? Weil du nicht mehr fähig bist, durch dein Tun deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern durch etwas, durch andere Leute tun, durch ein System, das du nicht beeinflussen kannst. Und damit hast du die Kontrolle über dein Leben verloren, ganz einfach, ja?
Und ich finde, das darf niemals passieren. Denn ich finde, jeder ist individuell. Und warum wir individuell sind, weil jeder bestimmte Fähigkeiten hat, wofür er vergütet werden kann. Viele wissen sie noch gar nicht, ja? Ich kann vielleicht noch ein paar Videos aufklären und so weiter, wie man das herausfindet und solche Sachen an sich. Aber jeder ist so individuell, weil jeder individuelle Fähigkeiten hat, wofür er vergütet werden kann. Und wenn du das nicht schätzt, dann, und gerade mit solchen Sachen einfach blockierst, dann wirst du nie zu dem eigentlichen Glück kommen, weil das Schönste auf der Welt ist, tu, was du liebst und du kannst davon leben. Ja? Und das tust du nicht in dem Moment. Und deshalb rate ich persönlich jeden davon ab, das zu tun. Wirklich, das zu tun. Es wird dein Leben bestimmen. Und Dinge werden dein Leben bestimmen, die nicht, wirklich nicht beeinflussbar sind durch dich. Das heißt, du wirst zu einer Marionette. Das ist systematisches Marionetten-Schaffen. Also brainlos, einfach kopflos. Die Leute werden dumm. Einfach ganz klar dumm dadurch, ja. Sie müssen nichts mehr tun für Grips und so weiter. Ich fordere das ja jedes Mal heraus. Ich muss ja jedes Mal Videos machen, jedes Mal. Ich setze Nächte an diesen Recherchen und so weiter dran, ja. Damit ich wieder was präsentieren kann, damit vielleicht wieder ein, zwei Leute beim nächsten Mal wieder einschalten. Das Liken, das Kommentieren, damit ich einfach was mache. Und das ist extrem hart, ja. Oft das klingt, oh, du machst ein paar Videos. Nein, es ist nicht so. Es ist, ich kann von YouTube selbst gar nicht leben. Ja, ich verdiene mit YouTube ungefähr 900 Euro im Monat. Ja, mein Videoschneider kostet 1200 Euro im Monat. Ich kann davon nicht mal leben. Ja, also noch ein bisschen Amazon, 200, 300 Euro, keine Ahnung, vielleicht habe ich bekommen noch mit diesen Affiliate-Links oder solche Sachen. Ja, selbst dann bin ich gerade mal Break-Even, habe noch nicht mal Dings. Das heißt, ich lebe natürlich auch von Vitasoman und von eurer Unterhilfe, dass ihr mich da unterstützt natürlich und diese Produkte natürlich dann auch kauft, damit ich jetzt alles machen kann. Ja, aber ich will einfach nur sagen, das ist cool und das ist ein hartes Business auch, ja, weil ich muss ja immer was schaffen, was euch hilft, ne, immer wieder. Immer wieder was Neues schaffen, was euch hilft, was euch hilft. Das ist wirklich ein hartes Business. Immer wieder was Neues aufdecken, was Neues recherchieren, was Neues, was euch hilft. Das ist ein hartes Business, aber ich tue das gerne und ich fordere mich dabei und es kristallisiert sich ja was heraus, was ich bin und was vielleicht kein anderer kann. Und das ist das Schönste, was man hat. Denn jeder Diamant funkelt auch anders. Jede Hand sieht anders aus und jedes Gesicht sieht anders aus. Und wenn du eine Bitcoin-Marionette sein willst sein, dann verlierst du deine Hand, dein Gesicht und deine Fähigkeiten. Und das, was dir gegeben worden ist vom Leben, deine Einzigartigkeit. Vergiss das nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich finde es richtig krass, dass du bis hierhin zugeschaut hast, zu Ende geschaut hast. Du bist auf einem ganz anderen Level als ganz, ganz viele andere, weil du hast dich eingeschaltet, weil es geht nicht nur um Ernährung und solche Sachen, was meiner Meinung nach mit ja, den größten Teil so ausmacht, aber das ist nicht alles Gesundheit. Gesundheit ist auch das Mindset. Und das wird deswegen bist du richtig krass, dass du eben auch daran arbeitest. Dankeschön, ich bin so dankbar, dass ich solche Zuschauer haben kann wie dich. Ich meine es vollkommen ernst, mein Freund. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, damit du die Glocke drückst, damit du auch informiert wirst, wenn ein neues Video kommt. Sehr gerne liken und teilen und auch kommentieren. Und ja, vielleicht schaust du auf vitasoman.de auch noch vorbei, um mich zu unterstützen. Wir sind zwar gerade alles komplett ausverkauft, aber du kannst in den Newsletter eintragen. Dann kriegst du sofort Nachricht, wenn wir wieder neue Sachen haben. Dankeschön fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.